Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr, die Instagram-Postings am Handy zu machen. Entweder liegt es an meinen schlechten Augen oder an den dicken Wurstfingern. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache am liebsten meine Postings am Computer oder am iPad. Und mit welchem Tool ich das mache, erkläre ich in diesem Video. Also dranbleiben. Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und normalerweise teile ich hier sehr viele Business-Tipps, Strategien und so weiter. Heute möchte ich aber mal was dazwischen schieben, was ich sehr wichtig finde, gerade auch um Zeit zu sparen, damit es auch mehr Spaß macht und so weiter. Und deswegen will ich dir zwei Tools zeigen, wie du am Rechner bzw. am iPad auf Instagram posten kannst. Ich finde das deutlich angenehmer, einen Post zu tippen, wie jetzt irgendwie am Handy da rumzumachen und so weiter. Also ich habe jetzt hier mein iPad mit einer Tastatur, werde es jetzt mal freigeben und zeige euch jetzt mal direkt das Tool, mit was ich da arbeite. Wir wechseln mal ganz kurz hier auf meine Oberfläche. Also das ist jetzt im Prinzip der Screen von meinem iPad und da seht ihr jetzt hier das Tool Business Suite, okay? Und das ist es, das öffnen wir jetzt mal und da kannst du eben auch auf Facebook posten, auf Instagram. Das Tolle ist, du kannst auch einen Post auf beiden Plattformen machen. Du siehst jetzt unten das Plus, da klicken wir jetzt mal drauf, gehen jetzt mal hier auf Post und jetzt kann ich oben rechts über dieses Pfeilmenü kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wo möchte ich posten. Also ich kann gleichzeitig auf Facebook und auf Instagram posten. Und ja, ich weiß, Freunde, es gibt viele Tools. Ich persönlich habe mir angewöhnt, Tools zu nutzen, die von Facebook oder Instagram direkt kommen, weil ich bei allen anderen Tools ist es immer so eine Sache, darf man es nicht und so weiter. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Bild wählen und schreibe jetzt hier im Prinzip ganz normal meinen Text, kann sogar hier mit einem Zeilenumbruch arbeiten, mit Leerzeichen und so weiter. Was man hier jetzt halt nicht hat, sind diese ganzen Filtermöglichkeiten, die oft am Handy noch mit dabei sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist relativ überschaubar, ne? Hier unten kann man noch ein bisschen Personen markieren und so weiter. Und dann geht es hier auf Weiter. Und natürlich kannst du diese Beiträge auch planen. Du hast eine wunderbare Vorschau davon. Kannst es als Entwurf speichern. Und das ist schon eigentlich eine ganz coole Sache. Also finde ich jedenfalls. So, jetzt gehen wir mal wieder ganz kurz auf die Kamera. Und wir wechseln jetzt gleich nochmal auf den Computer. Denn auch am Rechner poste ich sehr, sehr gerne meine Inhalte, also nicht nur auf dem iPad, sondern direkt am Computer. Und da gibt es auch eine schöne Möglichkeit, das will ich euch auch mal zeigen. Dafür gebt ihr einfach in der Domain oben diesen Teil hier ein. Okay, also ihr gebt ein, ich bin auf dem falschen Bildschirm, sehe ich gerade. Da müssen wir natürlich hin. So. Das ist die Domain, die ihr bitte eingebt, okay, in eurem Webbrowser, also facebook.com/creatorstudio, okay, das gebt ihr ein und dann könnt ihr hier ebenfalls auf verschiedenen Plattformen posten. Ich gehe jetzt mal hier auf Instagram, gehe hier auf Beitrag erstellen, für meinen Instagram-Feed geht's mal Datei Upload, nehme jetzt zum Beispiel mal dieses Bild, also so sieht das Ganze dann aus. Und da kann ich hier ganz normal meinen Text verfassen. Was halt auch immer ganz praktisch ist, wenn du extra Vorschaubilder hochladen willst und so weiter. Ich glaube, das geht hier auch irgendwo. Nee, ich glaube, bei Business Suite geht es, dass man irgendwo ein Vorschaubild hochlädt. Aber okay, also hier wieder Test, Leerzeichen, noch ein Test. Jetzt Leerzeichen davor, Zeilenumbruch, hallo. Also so sieht das Ganze dann aus. Und ebenfalls unten kann man wieder das Häkchen setzen, auf Facebook posten. Und das sind halt für mich zwei Möglichkeiten, wo ich sage, fühlt sich besser an, wie jetzt alles mit den dicken Wurstfingern hier am Handy reinzuballern. Ab und zu poste ich auch am Handy. Aber in der Regel ist es so, dass ich meine ganzen Social Media Postings in Lightroom habe. Also das ist eine Bildbearbeitungssoftware. Da habe ich mir einen extra Ordner angelegt, der heißt Social Media Postings. Und der ist ja dann sowohl auf meinem iPad als auch auf meinem Computer ist das synchronisiert, dieses Album.
Und je nachdem, ob ich dann am iPad bin, theoretisch geht es auch vom Handy, kann ich dann eben so meine Postings durchführen. Also ich brauche da einfach halt eine Tastatur. Und das war so ein bisschen mein heutiger Tipp. Das ist jetzt nicht der krasseste Business-Tipp, aber ich finde das sehr, sehr hilfreich. Vor allen Dingen, wenn man diese Tools noch nicht kennt, ist es super, super entspannt. Gerade für die etwas reiferen und älteren, die ihre Textgröße am Handy schon auf Anschlag gestellt haben und trotzdem lieber alles ein bisschen größer haben. So, wenn du Bock hast auf mehr Social-Media-Tipps, vielleicht noch mehr im Business-Kontext, Kundenakquise zum Beispiel über Instagram, dann schau unbedingt mal in die Videobeschreibung. Da haben wir eine kleine Überraschung für dich. Noch eine weiterführende Sache, die du dir gerne mal anschauen kannst. Also in die Videobeschreibung schauen, wenn du auf Business-Tipps stehst in Bezug auf Instagram-Kundenakquise. Ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß auf Social Media mit den genannten Tools. Bis bald.